Guten Morgen, es geht weiter nach Schinkobe heute, also nach Kobe. Ich bin gerade am Packen, habe schon geduscht, mich schon fertig gemacht. Die Haare muss ich noch ein bisschen entwursteln. Jo, ich werde jetzt frühstücken. Es gibt Tee. Dann gibt es einen Reisberg mit Nori gewürzt. Und Edamames, das ist mein Frühstück. Ich will heute mal gesünder essen, wenn ich es denn hinkriege, weil ich nämlich gestern Abend nur Quatsch gegessen habe. Nur Quatsch. Ich habe mir gestern noch von Subway einen Veggie-Sub rausgelassen und dann noch Schokolade und Kekse genascht. Naja, genau. Und das mal ein bisschen auszugleichen, jetzt nicht, dass ich Diät mache, aber um das ein bisschen auszugleichen, möchte ich mich heute mal etwas gesünder ernähren. Genau, auf dem Tatami haben wir wunderbar super genächtigt. Ich hätte noch so lange schlafen können, aber es muss auch mal weitergehen auf dieser Reise. Bis später. Wir sind gerade beim Einkaufen ein bisschen eskaliert und haben uns ganz viele Sachen gekauft. Ich habe mir hier erst einmal eine Matcha-Soja-Latte rausgelassen. Und dann zeige ich euch das mal. Wir haben hier echt ganz schön viel gekauft. Sushi sind vegetarisch. Dann hier so eine Sushi-Rolle. Hier ist mal eine mit Fisch, die ist nicht für mich. Dann hier so Reisberge, die nur mit Nori gewürzt sind. Dann hier mit Reis mit Bohnen. Und genau, hier nochmal so Reis nur mit Nori. Also Gurken, ah hier genau, hier sind noch Gurkenmakis, also lauter tolle Sachen. Und da lassen wir uns jetzt einiges schmecken. Das ist eben für uns zu zweit und ja, tolle Sache. So, jetzt sitzen wir im Zug, ja, nach Kobe und da fahren wir jetzt eine gute Stunde. Und jetzt gibt es ein bisschen Sushi und Füller. Gurkenmaggis und hier so Gemüsemaggis, das ist glaube ich so Rettich und Sesam. Genau das und ist hier grün gesüßter Tee dazu. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir sind jetzt in Kobe in dem Hotel angekommen. Das ist nur 150 Meter vom Bahnhof entfernt, was eigentlich ziemlich cool ist. Und jetzt habe ich mal noch ein paar Sachen im Family Mart eingekauft. Und zwar Maissuppe, die esse ich gleich. Edamames, Edamamebohnen. Also die esse ich ja ständig. Ja, weil wir chillen jetzt erstmal so ein, zwei Stunden. Und dann kann ich Buch lesen, dann kann ich dabei diese Bohnen essen. Dann Salat. Salat. Dressing, dann noch mehr Salat, dann zwei Onigiris, vegetarische, mit Seegras gefüllt. Die kommen aber dann erstmal in den Kühlschrank. Die sind für später, weil abends gibt es immer nicht mehr so viel Auswahl. Und dann habe ich mir mal einen Green Smoothie gegönnt. Jo, genau. Durch ich meinen Salat und meine Suppe essen und die Onigiris später erst. Die kommen jetzt in den Kühlschrank und später machen wir auch noch ein bisschen was hier in Kobe. Denke ich mal, wir wollen mal zum Hafen. Mal gucken, was der Tag, Abend noch so bringt. Gerade bin ich ein bisschen kaputt. So, wir haben jetzt mal einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, so eine Stunde. Also insgesamt haben wir 2,5 Stunden gechillt oder drei. Jetzt haben wir gleich 6 Uhr. Wir machen uns jetzt fertig und dann geht's an den Hafen. Das soll nämlich ein toller Jahrmarkt sein. Ich habe euch heute noch gar nicht viel gezeigt. Es ist schon gleich 18 Uhr, aber das macht ja nichts. Man kann ja nicht immer voll die Action haben. Außerdem machen wir heute noch was. Ich bin noch ganz verplant. Ja, schaut mal das Zimmer. Ist viel, viel größer. Da liegt ein Kissen. Das Bett. Da hinten ist das Bad. Da hängt ein Kimono. Ja, dass ihr mal das Zimmer gesehen habt in Kobe. Bis später.
Hier hinter mir, das seht ihr Straßen über Straßen über Straßen gestapelt in Kobe. Das ist super lustig. Hier unten, hier ist für Fußgänger. Dann hier unten ist eine Straße. Hier ist eine Straße. Und da oben drüber, das ist nochmal eine Straße. Und das wird halt so ein Parkhaus oder irgend sowas sein, das da. Bin mir nicht sicher. Das ist total verrückt. Und niemand kommt irgendjemanden in die Quere. Also schon lustig. Sieht total schön hier aus. Da drüben, da ist eine künstliche Insel, das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Und da ist jetzt ein Jahrmarkt und da gehen wir jetzt hin. Jetzt sind auch die Bäume schon alle ewig beleuchtet. Voll toll. So, jetzt gibt es mal ganz klassisch Udon-Nudeln. Ohne Topping, weil das wird irgendwie mit rohem Ei verkocht. Man kann aber auch ein gekochtes Ei dazu bestellen. Oder irgendwelche frittierten Sachen. Und ich habe jetzt einfach das hier genommen. Einfach so Udon-Nudeln mit ganz vielen Frühlingszwiebeln obendrauf. Und dann hat man hier noch Ingwer, das man dazu drauf machen kann. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und ja, muss schon mal sein, wenn man schon mal in Japan ist. Ja, jetzt laufen wir hier so eine Promenade lang. Und da drüben ist das Riesenrad. Da fahren wir mal damit, wenn es nicht so teuer ist. Direkt am Meer. Schaut hier schon alles sehr schön aus, so beleuchtet. Voll der schöne Abend. Voll angenehme Temperaturen, hat so um die 22 Grad. Das ist ein Turm. Gefällt mir. Süßigkeitenfabrik, zerlegt es mich. Ach du Scheiße. Die machen Regenbogenzuckerwatte. Jetzt fahren wir gerade Riesenrad und es ist voll schön. Moment. Bleib mal stehen. In dem Sinne sage ich mal Tschüss für heute. Noch ein bisschen Privatsphäre genießen. Bis morgen.